besser, oder? Die Haltung annehmen. Ja, stimmt. Ja, wir müssen ja jetzt ins Intro quatschen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass unsere Mikros so hängen, dass wir uns prinzipiell küssen könnten? Ich habe darüber nicht nachgedacht. Ist das, von meiner Seite ist es, aus ist keine Absicht, bei dir weiß ich es nicht. Ich mache dann jetzt mal das mit der Öffnung. Einen wunderschönen Sunday Morning. Wir sind hier auf dem Podstock. Ja, ein bisschen Applaus wäre cool, aber ich glaube, die Crowd ist ein bisschen müde und durchgefeiert. Nein, wir mögen euch nicht. Ach so. Ja, der Chat sagt, er mag uns nicht. Guck aber mal, Stettler ist auch wieder da. Genau, und wir sind hier in Siebesse, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mich auf Sorgschied verstiegen, aber... Ja, das ist schon ein Stück her. Genau, und wir sind jetzt auf der Bühne zu zweit, wie ja schon angesagt wurde. Aber wir haben noch unseren quasi Teilzeit-Schotten dabei. Eigentlich Vollzeit. Hörst du uns jetzt eigentlich Schottland? Wenn du uns hören kannst, gib uns ein Zeichen. Ihr klingt widerlich. Das ist immer so. Und jetzt auf Schottisch? Ihr klingt widerlich. Genau. Nee, das war Niederländisch. Ja, genau. Das ist möglich gemacht durch StudioLink, was ja irgendwie ziemlich toll ist in Hardware und Software. Genau. Was machen wir hier eigentlich? Ich kann euch sogar sehen. Was? Und ich bin nicht zufrieden. Was? Hallo, komm mal den Kontinent, verlassen wir der großkotzig hier. Ja, es sieht gleich viel besser aus. Ist das der Spot-Sit oder wie sagt man da dann? Das Geile ist, wir können mir jetzt Botschaften durch die Zeit schicken, indem ich jetzt einfach irgendeinen Quatsch mache und erst in 30 Sekunden darauf reagieren kann. Ja, nee, aber so zu zweit auf der Bühne ist schon ein bisschen... Ja, ne? Ansonsten machen wir halt das, was wir immer tun. Nee, ich bin tatsächlich ein wenig entbrüstet, dass ihr da so ein... Winkekätzchen. Entbrustet? Ja, ich habe abgenommen. Aber ihr könnt doch nicht so ein Katzenviech da hinsetzen. Also, wenn ihr mich schon irgendwie ersetzen wollt, dann schon mit etwas, was mir ähnlicher ist. Also ich wollte ja einen selbstdesignten Teddy besorgen, so mit Schottenrock und allem, aber die wollten Geld dafür. Das habe ich nicht eingesehen. Tja, das haben unsere Patreons nicht hergegeben. Ja. Ja, also... Bärchen wäre schon besser gewesen, aber ich finde, also in erster Linie bin ich mal Mensch. Okay. Ja, ich habt glaub, ihr da nicht sowas irgendwie bei euch noch? Wir haben hier Menschen tatsächlich rumsitzen, das ist schon mal... Wir hätten alternativ den Flo, sagt der Jonas gerade. Ja, hast du noch ein paar Eckdaten vielleicht für uns? Genau. Die Podcasts ähnlich. Ich bin ja der Meinung, dass die Leute Podcasting immer falsch verstanden haben. Es ist mehr Casting als Pod. Also bei uns zumindest. Ja, von daher, also ihr habt ja mitbekommen, dass wir mit den gebildeteren, klügeren, schöneren von unseren Hörern in letzter Zeit Einzelgespräche geführt haben. Nein, wieso? Vier leere Augen blicken mich an und einer guckt verschmitzt. Ja, nee, ja, also... Hast du da noch ein paar Eckdaten eventuell? Also, ne, neben meiner Menschlichkeit finde ich ja, zeichnet mich in erster Linie meine Weisheit aus. Ich dachte, jetzt kommt das mit Haarpracht. Meine Weisheit, die geht einher mit der Haarpracht, denn das passiert halt, wenn man so über 30 ist. Beim Flo auch, ich sehe es gerade von hinten. Hi Flo! Du kannst es nicht sehen, aber wenn er jetzt dich adressiert, guckt er trotzdem die Katze an. Mit herausgestreckter Zunge, vermute ich. Nee, also habt ihr da jemand? Ja, komm. Mensch und über 30 vielleicht? Mensch über 30, mit dem Podcast erfahren. Schwierig. Ja. Sieht alles aus, als ob es von Amt und Würden sei. Ich glaube, die sind alle beschäftigt. Okay. Ich sehe Ansgar am Laptop. Ich, ja, wenn jetzt schon die Optionen ausgehen. Gibt's denn Freiwillige? Bueller? Gibt's Unfreiwillige? Bueller, Judith. Ja, dann komm hoch. Ja, dann.
Ihr, die ja einloggt, lasst alle Hoffnung fallen. Also wir wissen ja nicht genau, wie es läuft. Ich lasse die Katze einfach nochmal vorläufig im Bild. Ja, schon. Mach das. Ich hab dir gerade an den Arsch gefasst, sozusagen. Nee, noch nicht. Moment, kann ich kurz dein Kerzchen kriegen? Mein Kerzchen. Passend, Stift. Passend gekleidet. Du kannst das einfach so raus, also ich hätte es jetzt einfach so rausgenommen. Kannst du mir mal einen Stift geben? Ich meine, das muss ja alles seine Ordnung haben, wir sind ja hier schließlich endlich in Deutschland. Ne? Huch. Jetzt ja, kommt da alle. Jemand. Ja, jetzt kriege ich das nicht raus. Hey. Also wir haben 30 Sekunden Delay, das ist völlig in Ordnung. Ja, Spotty, die Zeit mit dir war schön. Ja, doch, ich bin einverstanden. Okay. Deutlich besser als eine Katze. Du von dem könntest für Judith vielleicht noch so ein bisschen rumwinken. Bitte was? Wie die Katze. Ach so. Warum machen das alle mit rechts? Die Katze macht das mit links. Der Widerstand wird ja, hier die mit hat dem ja Kampf auch Übung. Roboter. Die macht die ganze Zeit nichts anderes. Die hat wie halt lange nix. Guckst du schon auf das Kamerabild? Wieso? Ich weiß, du bist der Typ, der irgendwann mal einer gebärenden Giraffe über Wochen hinweg nachgestellt, möchte ich fast sagen. Was macht April eigentlich? Also, wie gesagt, wer uns nicht kennt, wir teilen unsere Sendung immer in zwei Teile auf. Das eine ist die Pre-Show. Geht ungefähr eine Stunde. Und danach gibt es tatsächlich einen thematischen Teil. Das Dilemma in der Geschichte ist, wir haben nur eine Stunde. Und genau genommen eine Dreiviertel, aber. Personelle Veränderungen finden statt. Ich hätte noch zwei kurze Fragen. Diese Stimme aus dem Himmel. Ja? Ja, Himmel von unten. Judith. Spotto? Was ist denn so deine Einstellung zu Leerzeilen? Oh ja, das. Oh. Kennst du den Begriff des Etherpad-Terroristen? Häufig im Ausland beheimatet. Das Aktionskunst. Ja, ja. Also wir führen eine gemeinsame Themenliste. Wir könnten eigentlich jeder mal unser eigenes Pad pflegen, das wäre auch eine Lösung. Und es gibt halt eine internationale Konvention, die klar regelt, wo Leerzeichen hingehören und wo nicht. Wo gehören sie denn nicht hin? Die gehören praktisch nirgendwo hin. Das Problem an der Geschichte, dass der Geist aus der Maschine irgendwo in Schottland mit einer Hand, die unterbeschäftigt ist, steckt. Dir fällt schon auf, dass ich neben dir sitze, und wann immer irgendeiner ein Thema erzählt, das eigentlich gar nicht so lustig ist. Zu Hause sitzt du als Hörer und denkst dir, ha, die haben ganz schön viel Spaß an der Geschichte. Sind wir in Wahrheit dabei, hier Leerzeichen rein und raus zu hämmern, so schnell die Tastatur es hergibt? Ja. Das Problem ist, mittlerweile hat der Elsbotto zwei Monitore. Früher konnte ich ihn ablenken, aber das ist immer schwieriger geworden. Ich finde diese Leerzeile unter der Überschrift aber ganz schön, muss ich sagen. Sehr gut. Zweite Frage. Du kannst dich da dann auch gerne dran betätigen. Zweite Frage. Aber nur eine. Gehören in den Hotdog, gehören da Würstchen oder Frikandeln? Und sind die rund? Würstchen sind normalerweise per se irgendwie rund, ein bisschen zumindest. Die Frikandeln sind auch rund. Okay, das stimmt. Die sind tubular, aber das lasse ich mal durchgehen. Also so im Querschnitt. Sagen wir unentschieden. Ja. Ja, nö, also das Wichtigste war auch die Leerzeile. Ich denke, dann spreche ich für die anderen zwei Viertel des SMC, wenn ich sage, herzlich willkommen als ständiges Mitglied. Juhu! Als stehendes Mitglied, genau. Bleib ruhig sitzen. Aber ich sitze doch. Ja. Ja, also, wie gesagt, eine Stunde Pre-Show, ungefähr vorneweg, gefolgt von locker entspannter, dreistündiger Rekapitulation der vergangenen Woche, was so die etwas schrägeren Nachrichten angeht. Noch schräger. Ja, also wir sind ein ausgesprochen beliebter Podcast, weil wir Sonntag früh morgens anfangen zu senden für Leute, die uns schreiben, sagen, ich höre euch gerne beim Staubsaugen oder so. Ist einfach, nimmt ein bisschen das Monotone aus dem Gerät. So, oder wenn Gerät. Du dich nicht mit der Kettensäge unterwegs bist oder dem Rasenmäher, so halt laute Geräusche. Wobei wir auch tatsächlich einen sehr treuen Hörer haben, der uns auf seiner Tour quer durch die USA nonstop von der ersten Episode angehört hat. Der war sogar, glaube ich, weiter, der war bis zum, wie heißt das da? Bis nach Chile. Bis nach Feuerland. Kanada nach Chile. Ja.
Und das ist, ich sag euch, das ist ein Schicksal, das wünschte keinem. Nee. Weil nichts ist so alt wie die Nachricht von gestern. Jetzt stellt euch mal vor, wir machen diesen Driss jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren oder so. Mhm. Und jetzt stell dich mal vor, ihr fangt mit Folge 1 an. Das ist wie eine Zeitkapsel, die hast du verbuddelt, wolltest es aber nie wieder rausholen. Das Ding ist ja, da waren ja damals noch komplett andere Besetzungen, ne? Ja, ja, und andere Besetzungen. Ja. Occupy. Besetzungen. Ja. Ja, jedenfalls, das Problem ist, wir haben so ungefähr das letzte Jahr dieses Phänomen. Dieses lockere, unverbindliche, sei witzig, ist ein bisschen konterkariert worden durch, was die Nachrichtenlage halt hergibt. Mittlerweile haben wir ein Trump-Moratorium ausgerufen. Wir tragen es selbst nicht mehr, da jede Woche uns drüber auszulassen. Und wir haben tatsächlich versucht, positive Nachrichten zu finden. Ich weiß, ihr werdet es hinterher in Zweifel ziehen. Die Leute hier vorne werden es vorher schon in Zweifel ziehen. Aber es, ich verspreche, es war so. Also wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Ja. Du, also, du da fehlt eine Leerzeile. Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit klarkomme. Das schreit nach Beförderung. Du bist jetzt offizielle Pet-Beauftragte. Weißt du, ich habe so viele Sachen schon automatisiert. Das Geile ist ja, irgendwann glaubt er gewonnen zu haben, indem er die ganz alten Sendungen immer noch, dass die Leerzeile drin ist. Und wenn keiner hinguckt. Du weißt, dass die Leute das nicht sehen können. Und schon Wochen vergangen sind, scroll ich nach unten. Und mach die Welt so, wie sie sein soll. Mitten in der Nacht, mit dem Hoodie, vor dem Laptop. Okay. Ja, das soll ich nochmal kurz sagen. Das mache ich ja regelmäßig auch so. Das ist dieses Hacken, ja, von dem genau die Leute so immer sprechen. Okay, ich stelle gerade fest, der Beamer ist nicht stark genug, da sieht man nichts. Ansonsten, also während der Veranstaltung hier, es ist sehr schön, ich habe einige Dinge gelernt und getan, die ich vorher noch nie kannte. Ich habe das erstmal in meinem Leben in einem Bällebad gelegen. Und? Ich fühlte mich zurückgeworfen auf meine Menschlichkeit. Es versinnbildlich quasi das Leben von der Wiege bis zur Bahre. Hast du dich dann so in so eine embryonale Haltung gekrümmt und... Ja, musste ich, weil ich... sonst nicht reingepasst hätte. Ich durfte ja nicht mit den Schuhen rein, ich wollte es aber nicht ausziehen. aber hast du das nicht auch manchmal im Leben, dass du das Gefühl hast, du bist gerade der, der einfach von allem den Ball an den Kopf kriegt? Bei mir war es Vicky. Mit dieser kindlichen Freude, die einhergeht mit dem Satz, das klatscht so schön. Du merkst die Nachteile deiner Frisur, oder? Ansonsten, ich habe ein neues Wort gelernt. Hast du neues Wort gelernt? Ja, die Quarter-Life-Crisis. Mit wie viel hat man die? Die hast du genau an diesem magischen Punkt, wo entweder dein Studium oder deine Ausbildung beendet sind und plötzlich die Welt von dir Dinge erwartet, die sie noch nie von dir erwartet hat. Du meinst so ein normales, erwachsenes, menschliches Wesen zu sein? Ich wehre mich da ja immer noch dagegen. Toilettenpapier wächst vielleicht auf Bäumen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber irgendjemand will dafür bezahlt werden. Und dafür gibt es Life-Coaches. Wir müssen nochmal über unser Seminarangebot sprechen. Mhm, ja. Ich sehe mich total als Quarter-Life-Crisis-Manager. Manager. Dann habe ich noch eine Sache, da habe ich dem Ralf Stockmann versprochen, dass ich das nicht vergessen werde. Liebe Historiker, es ist der Zeitpunkt, an dem Twitter doof geworden ist und riecht wie Laterne ganz unten. Und der Exodus unseres Stammes nach Mastodon begonnen hat. Jetzt hatte einer da vorgeschlagen, hör mal, wenn die ganzen Podcaster jetzt da rumteicheln, das ist ja ein sehr mitteilsames Völkchen. Wir finden euch cool und dass ihr da seid, aber wollt ihr nicht woanders hin? Also die Frage ward aufgeworfen, ob wir nicht für den Bereich Podcasting vielleicht eine eigene Instanz aufmachen. Und ich erinnere mich vage, und ich glaube, es war hier, ich weiß aber nicht mehr mit wem, dass jemand gesagt hat, er hatte die total geile Domain dafür. Kann die Person mal die Hand heben? Okay, ich habe den Namen gehört, das heißt, ich kann dem Ralf gleich nochmal sagen, an wen er sich wenden muss, wenn er sagt, ja, Sendeanstalt könnte sich da auch mal, wie heißt das? Sende? Wo bist du jetzt? Sendezentrum. Sendezentrum. Könnte doch direkt mal auch mit reingehen. Jo. Ja. Und sonst so? Dann haben wir Pre-Show durch, ne? Würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine der kürzesten Pre-Shows ever. Alle Vorbereitungen. Ich hab's versucht. Okay, ihr seht das erste Slide, das erste Thema. Ihr kennt das. Ihr seid am Programmieren. Oder ihr habt generell ein Problem. Ich zum Beispiel hatte vor einer Weile mal einen Talk beim Kongress gesehen,
wo einer demonstrierte, wie man die Handschellen verschiedener Polizisten in verschiedenen Ländern öffnet. Und da dachte ich mir, geil, wenn er es kann, versuche ich das auch. Hatte zufällig ein Probeexemplar auch griffbereit. Nicht im Nachtschrank, oder? Griffbereit. Und nach relativ kurzer Zeit war das Ding auf. Und das führte dann dazu, dass ich mehr oder weniger freiwillig auf Twitter den folgenden Satz formulierte. Wo kriegt man eigentlich Handschellen her, aus denen nicht jedes Kind rauskommt? Ganz ähnlich muss es der Person gegangen sein, die hier auf Stack Overflow gepostet hat. Ihr kennt das, ihr seid im Programmieren und irgendwie läuft es nicht so, wie es soll. Das Erste, was ihr macht, ihr googelt danach. Dann macht ihr blindlings das, was die Person vor euch gemacht hat und wahrscheinlich auch nicht so im Erfolg führt. Und irgendwann fragt ihr auf Stack Overflow nach. Und hier gibt es einen schönen Fall, wo einer sich an die Community wandt mit seinem Problem, das ja auch ein bisschen die Gesellschaft betraf. Sein Krypto-Trojaner würde nicht zuverlässig entschlüsseln. Ob es da nicht Tipps und Hinweise gäbe. Ihr könnt die Geschichte leider nicht nachlesen, weil mittlerweile Stack Overflow der Meinung ist, Aber ich fand das ja schön, dass sie quasi dieselben Probleme haben wie wir. Ja, die Antworten waren teilweise doch sehr... Ja, das, nicht ganz ernst gemeint, glaube ich. Das war so ein gradueller Übergang. Also wenn du irgendwo eine falsche Sache ins Internet stellst, ist das Erste, was du bekommst, ein Typ, der die richtige Antwort gibt. Nee, der Erste, der kommt, der sagt, warum willst du das überhaupt machen? Das ist im Internet das Erste, was du bekommst. Hast du schon mal die FAQ gelesen und den Rechner neu gestartet? Genau, das ist das Zweite. Ich weiß die Antwort nicht, aber heute ist Dienstag. Ja. Ja. Schöne Frage, meine Frage ist besser. Ja, genau. Mhm. Genau. Wolle Rose kaufen. Aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo irgendeiner dir entweder die richtige Antwort gibt oder dich zumindest darauf verweist, dass du hier komplett falsch bist. In dem Fall hat es tatsächlich nicht so weit geführt. Die erste ein, zwei Fragen waren dann tatsächlich noch so, ja, wie hast du denn das konfiguriert? Hast du das und das gecheckt? Und dann so der dritte spätestens, hold on a second. Ja, der war relativ schnell weg vom Fenster. Haben wir eigentlich die Themen, wie haben wir die eigentlich verteilt? Ich glaube, von rechts. Im Uhrzeigersinn. Ja, ich glaube, der Spotto wollte, was wollten wir da machen? Der Spotto ist noch nicht dran. Mir ist es jetzt konkret bei dem Punkt, wer möchte, wer will nochmal? Wer fühlt Jula, sich berufen? Jula? Nö, macht ruhig. Okay, als wir die Sendung vorbereitet haben, dachte ich mir, okay, das ist ja quasi wie Online-Dating mit 35 Fremden. Also gibt es ein paar Grundregeln, die muss man beachten. Sei unverbindlich, sei witzig. Echt? Such dir irgendwas raus, worüber man einfach ohne groß drüber nachzudenken, ein bisschen schnacken kann. Kannst du kurz die Cookies akzeptieren? Nee, das Skript wird geblockt, ich kann's nicht. jedenfalls machte ich dann meine üblichen Rechercheseiten auf und das erste Thema, das mir so diskussionswürdig, ich möchte auch immer gerne, dass man ein bisschen drüber sprechen kann, in den Sinn kam, war dann die steile These, Überbevölkerung, Ende der Menschheit, der Feminismus wird uns retten. Und ich dachte, cool, endlich ein unkontroverses Thema, das man jedem direkt so. Ja, folgendes. Das ist geschrieben von einer Journalistin, die viel über Umweltbereiche schreibt. Und angelegentlich mal wird sie mit der Frage konfrontiert, warum in all dem, was sie schreibt, eigentlich nie das Problem der Überbevölkerung als Grund des CO2-Anstiegs thematisiert wird. Man kann das spontan nachvollziehen, warum man da nicht drüber redet, weil du bist dann irgendwie nur noch einen Stechschritt entfernt von Leuten, die sagen, wir brauchen mehr Kriege und die Südhalbkugel braucht eh kein Schwein. Lass die mal weg. Was wohnen die auch in unserer Kornkammer und so weiter. Also das ist eine Diskussion, die willst du dir nicht eintreten. Was sie aber stattdessen immer wieder mal behauptet und sie unterstreicht es dann auch tatsächlich durch Studien, der effektivste Weg, den CO2-Ausstoß auf dem Planeten zu senken, ist sich nicht fortzupflanzen. Female Empowerment. Nein, das ist Quatsch. Okay. Female Empowerment. Also Frauen besser ausbilden, ihnen besser bezahlte Jobs geben, mehr Frauen in den Beruf bringen, weil sie sich dann statistisch einfach nicht fortpflanzen.
Ja, haben ja dann zu tun. Ja. Haben ja dann was Eigenes. Es ist ein bisschen gruselig, dass das kleine Kind gerade vor der Bühne langläuft, während ich hier stehe und wortkreich so, lass das sein, proklamiere. Hallo Vicky. Ja, aber tatsächlich, man kann in aller Ruhe mal drüber nachdenken. Also wir werden ja statistisch wahrscheinlich eher mehr Leute auf dem Planeten als weniger Leute auf dem Planeten, solange nicht so ein fettverschmiertes oranges Monchichi den roten Knopf findet. Moment, den haben wir später noch. Ich dachte, über den reden wir nicht. Ich meinte Spotto. Ich hatte da bist du ja. Ja, da habe ich übrigens auch gedacht, ob das nicht ein Thema für dich wäre, El Spotto, zum Präsentieren. Aber das wäre dann irgendwie da getypecastet, oder? Ich habe ja schon vor Wochen angekündigt, dass also mein Vorsatz für diese alle unsere Umwelt sei, mich nicht fortzupflanzen. Ich finde, du bist auf einem guten Weg. Ich war mal wieder Trendsetter. Ja. Also das nächste Mal, wenn einer vor euch steht und sagt, wir brauchen eine höhere Frauenquote, dann denkt dran, ja, der Planet verträgt kein CO2 mehr, also ich stelle mich einfach vorbehaltlos in deinen Schatten. Ach so, zur Verfügung, dachte ich schon. Nochmal. Aber eine Frage. Ja? Was ist, wenn jetzt alle diese potenziell gebärenden Damen sich einen Job suchen in der Kindererziehung? Nee, das ist dann, glaube ich, zum Beispiel in Fruchtbarkeitskliniken und dergleichen. Das können sie ja machen. Die Klinik wird dann statistisch wahrscheinlich irgendwann pleite gehen oder vielleicht erreichen wir da irgendwann den Punkt, wo tatsächlich der Mann im Manne das Kind austrägt. Da gab's so einen Film mit Arnold Schwarzenegger. Was zeitgleich passieren wird, damit, dass der Kaiserschnitt Standardprozedur wird. Aber bis dahin, nö. Also, ja. Ich frage mal unverbindlich, möchtest du gerne mehr Geld verdienen? Kommt drauf an, mit was? Nee, einfach grundsätzlich mehr Geld. Ich bleib dabei. Um den Planeten zu retten. Es kommt drauf an, für was. Hat da ja seine Prinzipien. Okay, wir fremdeln noch teilweise mit dem Konzept, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Thema ohne Verluste. Wo war ich denn? Dann komme ich auf Twitter wieder zurück, wenn das mal durchkommt. Nicht bevor sie ihre API fixen. Ja. Ja. Tja, okay, dann haben wir wieder was gelernt, ne? Und gelehrt. Und gelehrt, ja. Ja. So Bildungsauftrag und so haben wir ja auch. Wem haben wir denn die nächsten drei beschissenen Themen gegeben? Ja, niemandem, so wie sonst auch, oder? Ja, sonst haben wir. Ja, wir haben das sonst normalerweise ein bisschen anders geordnet. Also normalerweise ist es nach quasi. Sonst sind da mehr Leerzeilen zwischen den Themen. Dann, wenn das Ganze jetzt irgendwie so aussieht, dass ich hier stehe und ihr beide so platonisch neben mir sitzt. Ja, so scheint es sich mir zu verhalten. Also ich komme damit auf Dauer klar, aber. Naja, also wir waren ja jetzt bei dem Thema, dass niemand rauskommen soll. Okay. Bei dem Thema soll niemand rein. Ja, soll niemand rein. Ja, ja. Richtig. Was heißt haben wir das nicht auch gerade schon? Was? Achso, ja. Ach so, auch. Ja, aber ja, jetzt gut, aber anders. Das ist die Konterrevolution hier. Genau. Also, es begab sich seinerzeit Folgendes, dass eine ältere Dame jetzt muss ich wieder aufpassen, es ist nicht wieder ins vorherige Thema stolper, ein handwerkliches Dilemma hatte und jemand anrief, um es zu lösen. Es lag kein Stroh rum oder irgendwas in der Art. Sie gab dann auch hilfreich direkt zu Protokoll, aber schickt mir ja einen, der deutsch ist. Also wussten Rotkäppchen und der Wolf schon, worauf sie sich einlassen konnten. Ja, die schickten dann auch tatsächlich da einen Meister mit seinem Azubi. Das Problem an dem Azubi ist, er war zwar deutsch. Und sprach diese Sprache auch sehr gut. Also der Handwerksbetrieb ging ja erst davon aus, dass es sich um Sprachprobleme handeln könnte, die nicht auftreten sollten. Du hast es wirklich gelesen? Also du bist raus. Ich sag mal, aus einer Klinik, in der ich noch nie gearbeitet habe, von der ich aber Geschichten erzählen kann. Ja. Gibt es sich auch ab und zu, dass Patienten zu uns gebracht werden, wo dann so erwähnt wird, ja, übrigens, der wurde schon mal Distanz gemindert gegenüber unseren ausländischen oder ausländisch aussehenden Mitarbeitern. Und dann kann das schon mal passieren, dass ein Patient nach dem künstlich induzierten Koma bei uns aufwacht und dann hast du Senegalesen Oberarzt da und zwei sehr dunkelhäutige Krankenschwestern, die auch sagen, willkommen in Uganda!
Da haben die echt Spaß dran. Also wenn das meine Firma wäre. Oder der Arzt im Nachtdienst, der auch wirklich sehr dunkelhäutig war. Die laufen im weißen Kittel rum. Und wenn er wirklich langweilig ist, dann geht er in irgendein Zimmer, zieht den Kittel aus und erschreckt die nächsten Leute, die reinkommen, weil man ihn nicht sieht. Ja, good times. Also wenn bei mir einer anruft und sagt, aber schick uns mal auf jeden Fall einen Deutschen, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann Mustafa auch extra dahin schicke. Ja. Nun, ich habe gehört, dass der Handwerksbetrieb zu Protokoll gegeben hätte. Sie wären davon ausgegangen, dass es, dass die Kunden keine Sprachbarriere wünschten. War es dann nicht ganz? Weißt du, als jemand, der die Protokolle häufig genug schreibt, ja. Ja, und die Oma war aber, die wollte eben niemand Dunkelhäutiges haben, was dann der Betrieb zum Anlass genommen hat und hat den gegeben. Wir müssen ja unseren Explicit Tag auch irgendwo arbeiten, ne? So sieht's aus. Genau, und ja, sie werden nicht bedient. Was ich gut finde. Mein Lieblingsprotestplakat gegen rechts war übrigens die Tage auf Twitter zu sehen. Das war irgendwie ein Pappschild, wo oben stand, ruhig brauner, wenn die Leser gegen Nazis. Den fand ich schön. Ja, dann, ja, wie gesagt, ein Trump-Moratorium, aber es berührt ihn nur am Rande. Auch wenn ich nicht weiß, wo seine andere Hand gerade wieder steckt, aber das sind Fragen, die wir mal nicht kennen. Ich sag mal so, Melania steht daneben oder irgendwas. Ich bin nicht sicher, ob das Melania ist. Das sieht mir mehr so aus wie Mannequin 2, oder freiwillig wieder zur Puppe geworden. Hatten wir nicht mal irgendwie so diese 6 Puppen? 6 Puppen? Nein, erzähl mehr von zu Hause. Ist das sowas wie die 12 Stämme? Oder bist du jetzt falsch abgebogen? Ich bin falsch abgebogen. Okay. Oder eher du. Ja. Naja. Das war in Japan. Also wenn irgendwann mal die Technologie kommt, also falls wir uns dagegen entscheiden, allen Frauen einfach die Gehälter zu verfünffachen, um den CO2-Ausstoß zu senken, können wir immer noch auf Japan bauen. Die sind marktführend im Bereich der Sex externen USB-Plugins. Das, ja, und da kann man mal eine gepflegte Woche thematisch verbringen und danach bis für die nächsten 2 Jahre einfach gelangweilt von Sex. Das klingt, als würdest du eine Sondersendung machen wollen. Hatten wir schon, tatsächlich. Echt? Also ja. Klang das enttäuscht oder anzweifelnd? Das war eine der kürzesten Sendungen, die wir jemals gemacht haben, oder? Ja, das war wirklich... Oh, das ging also ich muss ja noch mal kurz sagen, also mal von dem Thema, was das jetzt Schlimmste kommt, war, das war in einem Bericht von der Messe. So, setzen sich die 3D-Brille auf. Und dann verkabeln wir sie ja jetzt mal mit den nötigen Accessoires. Und das war im Wesentlichen so eine Vakuumpumpe zentriert. Das ist jetzt der Punkt, an dem Podcast-Länge in Zentimetern gemessen werden, oder? Ja, so Pi mal Daumen. Vorher oder nachher bietet sich an. Aber das war wirklich gruselig. Das war, da gab es irgendwie so ein Brett mit 2 Silikonpolstern, jetzt auch nicht besonders ästhetisch gestaltet. Aber du hast ja die Brille auf. Weil der Typ hat ja eh die Brille auf und wer weiß, was der für ein Tentakelviech da vor sich hat. Und dann gab es dieses Brett noch so mit so einem Neigungswinkel, dass wenn er dann irgendwie so die Augen zumacht, so dass dieses Brett sich auch noch von ihm wegbewegen kann. Das ist alles ganz furchtbar gewesen. Tja, aber wir haben jetzt ich frage mich immer noch bei dem Foto, ob irgendjemand gedacht hat, dass das eine gute Idee sein könnte, so ein Foto zu machen. Ja, der Fotograf. Ja, bleibt mal so. Ja. Ja. Genau, es gibt nämlich eine kleine Wende in den USA. Amerikaner oder mehr und mehr junge Amerikaner finden nämlich den Sozialismus mittlerweile gar nicht mehr ganz so schlecht, so im Vergleich zu Trump und dem Kapitalismus. Also im Grunde ist das die zweite große Trendwende, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Also die dritte große Trendwende. Also SMC ist auf dem aufsteigenden Ast, die Aktien steigen. Ja. Die, war mir nicht blutig. Die Teilnehmerzahl steigt ebenso. Stetig. Ich meine, wir würden auch größer, jetzt wo ich drüber nachdenke. So im Durchschnitt? Vermutlich, ja. Die zweite Geschichte war, erstmals in 2017 war das, glaube ich, gaben mehr Amerikaner an, konfessionslos zu sein, als sich einer Glaubensgemeinschaft zugehörig zu fühlen. Was witzigerweise in Deutschland auch der Fall ist, da steht aber in keiner Statistik. Weil bei der
Erhebung von ein paar Jahren wurde die Konfessionslosigkeit einfach nicht separat abgefragt. Das war dann alles divers, Rest, andere. Jedis, Temple of Satan. Genau, die Wicca, die Azathru, die Keltoi. Ja, ich weiß, du kennst dich da aus, das ist ja so. Ein Nebenboot. Und wie gesagt, wie Stefan gesagt hat, der dritte Wandel ist, unter den sogenannten Millennials, und ich habe jetzt endlich mal die Definition gesehen, das sind Leute, die Stand heute zwischen 18 und 35 Jahre alt sind. Ich bin kein also Millennial. Mit betroffen, aber nicht mit Schuld. Hm. Ja. Du bist schon mit betroffen, du bist jetzt aber auch mit Schuld. Also. Ich gebe auch die ganze Zeit schon die größte Mühe, nichts zu machen. Ja. Ja, eben. Eben. Ich würde dann als erstes mal die Mate da wegschmeißen. Habt ihr eigentlich wieder CO2 da oben? Oder soll ich noch ein bisschen hier Kinder in die Welt setzen? Oder aus dem Bällebad heben oder irgendwie sowas. Das Einhorn ist da. Es winkt dir. Du winkst zurück übrigens. Also erstmals in diesem Jahr haben sich mehr als 50% der Millennials, der amerikanischen 18- bis 51-Jährigen, zu der Aussage verstiegen, dass der Sozialismus die bessere Idee sei als der Kapitalismus. War ja nicht alles schlecht, ne? Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus, ja. Nee, Moment, im Sozialismus. Ja, im Kapitalismus. Ja, ich die aber wenden sich ja ab vom. Alles ist nie schlecht, es sei denn, man guckt Lord of the Rings. Boah, dass du das jetzt nochmal auspacken musst. Ja, also wir distanzieren uns von dieser Aussage. Der Grund ist natürlich relativ klar, man sieht es ja überall, beispielsweise auch beim Brexit, um den Spot wieder thematisch da reinzuholen. Wenn du derzeit nicht ein bestimmtes Alter erreicht hast, ein bestimmtes Einkommen erreicht hast, einen bestimmten Status erreicht hast, dann sind alle Veränderungen, die politisch stattfinden, zu deinem Nachteil. Einfach mal voll für pro Rektum. Und sie sind zwar teilweise echt doof, das gebe ich zu, aber nicht so doof. Ja, ich bin gespannt, was das unter anderem für die Party! Der Bierbass ist da. Scheiße, die Razzia! Ich bin gespannt, was das jetzt dieses Jahr für die Wahlergebnisse in den USA bedeuten wird, weil nur davon, dass sie den Sozialismus besser finden, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch die Demokratische Partei besser finden. Also generell ist da ja irgendwie so ihre Spektrenwahrnehmung doch reichlich verschoben. Ja. Also wahrscheinlich. Übrigens, um nochmal die Ungerechtigkeit der Welt anzuprangern, wo El Spotto gerade in der Leitung ist. Wir haben uns vor einer Weile ja mal regelmäßig versteifen wir uns in der Sendung auf eher steile Thesen. Was? Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt Widerspruch akzeptieren, wenn er käme, aber gut, ihr müsst nicht. Und dann haben wir uns irgendwann, als wir uns nicht einig waren, beschlossen, pass mal auf, wir wollen mal gucken, wer ist denn hier eigentlich der Mensch, den man referenzieren sollte von uns drei. Wir haben immer meistens unterschiedlicher Meinung waren. Hot Dogs beispielsweise. Wir haben ein Punktesystem angefangen, festgestellt, dass der Brite an und für sich auf jeden Scheiß wettet. Du kannst in Deutschland zum Beispiel nicht wetten auf den Ausgang einer Wahl. Das ist den Briten völlig wurscht. Also haben wir uns dann immer irgendeine Frage, die anstand, so die US-Präsidentschaftswahl, das Brexit-Referendum, diverse andere Fälle, haben wir uns eine britische Wettseite geschnappt, haben uns deren Quoten angeguckt und dann haben wir unsere Punkte darauf gesetzt. Weißt du noch, was das hieß? GPD? Gummipunkt Dollar. Irgendwie sowas. Ja, und was soll ich sagen? Es hat sich mit einiger Deutlichkeit rauskristallisiert, dass wir einen Top-Korrespondenten haben, einen, dessen Urteil man quasi vorbehaltlos glauben kann, der sich praktisch noch nie geirrt hat. Und dann haben wir am Ende die Person bitte einmal kurz ihre Stimme heben. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass wenn man pessimistisch tippt, dann katsching. Also ich sag mal so, wir haben die Liste jetzt vor uns und da führte El Spotto aktuell und dann haben wir das andere Ende der Skala. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Das fängt damit an, dass wir jetzt zu viert sind. Ja, da müssen wir uns eh noch also, was überlegen. Also ich proklamiere den Schuldenerlass an die Währungsunion. Du bist mit dem Brexit eh raus. Dann werden wir hier das Blatt nochmal komplett neu aufmachen. Ja. Okay, also es war nicht alles schlecht im Kapitalismus. Kann ich die Punkte dann einlösen gegen Tupperdosen oder?
Sowas regelt man beim Preis, aber ich sag mal, die Baumwipfel sind das Limit, um zu paraphrasieren. Okay. Das war der Spotto, ne? Ja. Oh, ich bin dran. Du bist dran, ja. Ach, da hast du es rauskopiert. Ja, okay. Ja, nachdem ihr mich 12 Mal gefragt habt, welches Thema ich denn haben möchte, habe ich mal gedacht, ich mache es besonders deutlich. Es ist nämlich das, wo nix mit Technik und so. Und außerdem ist es schön kurz. Eine Nachricht aus Australien. Wir haben ja bisweilen eine wiederkehrende Kategorie, die sich da zusammenfassen lässt mit die dümmsten Verbrecher. Aber auch das, also was da am anderen Ende des langen Arm des Gesetzes hängt, ist nicht immer die allerhellste Leuchte. So geschehen in Australien, wo es nämlich darum ging, einen Gangmitglied des Mordes zu überführen, hat man sich zur Hilfe nehmen wollen, einen Kronzeugen, der da wohl auch also so ein bisschen die Innereien des Bandengeschehens kannte und wohl auszusagen wusste, dass dieser mutmaßliche Mörder in der Tat ein tatsächlicher Mörder ist. Diese Aussage sollte er tätigen vor einem Gericht, wo eben der Angeklagte auch anwesend sein sollte. Die Tatsache, dass beide überführterweise eben Mitglieder in dieser Gang waren, ging mit der Tatsache einher, dass sie beide in Gewahrsam waren. Sogar im gleichen Gewahrsamslokalitätenzentrum, also im gleichen Gefängnis, saßen die. Und nun ging es darum, die am nächsten Tag zum Gericht zu bringen, damit der eine da aussagen kann und der andere abstreiten darf, wenn er denn wolle. Und irgendwer, der, ich weiß nicht, ob da der Gedanke, das Hauptaugenmerk auf Streamlining lag, hat beschlossen, es wäre eigentlich am praktischsten, wenn die jetzt eh am nächsten Morgen beide zum gleichen Gericht fahren, können wir ja mal sie über Nacht auch in der gleichen Zelle verstauen. Ja. Wohlgemerkt, offenbar wusste der Angeklagte, dass der andere da so, also die kannten sich und er musste wohl nicht allzu viele Einsen und Einsen zusammenzählen, um herauszufinden, dass der ihm da jetzt so ein bisschen einen Strick drehen wollte. Im wahrsten Sinne. Vor allem, weil er einen Strick in der Hand hielt. Und den drehte. Ja. Ja, dem ganz genauen Ablauf kann ich hier nicht nachverfolgen. Da wenn bei der Geschichte nicht irgendeiner sehr reich geworden ist, hat das falsch gemacht. Richtig. Ja, man stellte jedenfalls dann am Gericht fest, dass einer der beiden, die da im gleichen Vehikel angeliefert wurden, dann doch so ein bisschen, also der war nicht ganz heile. Der war so sehr nicht ganz heile, dass er nicht aussagen konnte und diese Anhörung verschoben werden musste. Und irgendwie ist einem dann aufgefallen, dass es nicht die beste Idee war, die zum einen zuerst in der gleichen Zelle übernachten zu lassen, dann im gleichen Vehikulum-Gerät zum Gericht zu bringen. Und im Gericht selbst wurden sie wohl auch noch mal in so eine kleine Holding-Cell gesteckt. Und das, also spätestens da verstehe ich nicht mehr ganz genau, wo da jetzt was. Also er kam schon verletzt am Gericht an, wurde dann aber erstmal nochmal. Aber leben. Ja, ist gestolpert. Einen guten Anwalt. Wahrscheinlich hat er gesagt, Sie können doch meinen Mandanten hier nicht vorverurteilen, das Urteil ist ja noch gar nicht gesprochen. Also sperren Sie ihn wieder mit den Zeugen ein. Ja, aber das Ganze hat ja dann, glaube ich, am Ende auch Folgen für die, sag ich mal, zuständigen Beamten. Also die Geschichte ist nicht folgenlos geblieben, ja. Ja, ja. Es wurde mit einem strongly worded letter darauf bestanden, dieses Polizeipräsidium müsse jetzt schriftlich bestätigen, dass sowas nie wieder vorkommt. Ja. Nie wieder rauskommt. Dann machst du keine 32 Mal mit mir. Das Geile ist ja noch, wenn der Typ jetzt wirklich mit dem zusammengesperrt wird, dann der Zeuge plötzlich feststellt,
nein, nein, das war gar nicht der Mörder. Dann kann der ja sogar, der des Mordes ursprünglich Verdächtigen ja immer noch über seinen Anwalt irgendwie Klage einreichen. Sie haben mich hier vorverurteilt und mit einem Verbrecher in dieselbe Zelle gesperrt. Ja, Verbrechen zahlt aus. Nee, teilt aus. Verbrechen zahlt aus. Okay. Beim nächsten Punkt ist ja der Punkt, da, wo wir nicht einer Meinung sind. Schon wieder. Ja. Ständig. Esbotto, wir hätten es dir nochmal explizit gesagt, aber es geht um Computer. Ja, das dachte ich mir. Okay. Das Beste ist, das kann er jetzt hier, wobei, das kann er jetzt ja auch machen. Wenn wir irgendwann mal wirklich in ein Technikthema tiefer einschneiden, sieht man das eigentlich immer ganz gut daran an den Metadaten. Die Rate, mit der Elsworte dann plötzlich den Chat betrollt, steigt ins Bodenlose. Okay, folgendes. Immer mehr Firmen bieten ja an, vornehmlich Facebook, Google, dass sie euch so ganz lästige Dinge abnehmen, wie mit Leuten reden, Leuten zuhören oder auch euch die ganzen nervigen Passwörter zu merken. Dia-Abende. Okay, so dann so in deinem Facebook-Stream. So. Dia-Tierabende. Ja, ich hab's erst Tierabende verstanden. Ja. Also Facebook sagt euch im Wesentlichen, vergiss all deine Passwörter, gräm dich nicht, wir machen das für dich, log dich einfach bei uns ein und wir locken dich dann überall woanders ein. Das ist super, genauso willst du das haben, nerv nicht. Ist jetzt ein Gegenprotest entstanden, den ich gelesen habe und zuerst dachte, es handelt sich um eine Meldung vom 1. April. Dem war aber nicht so. Ich präsentiere das Konzept ID for Me. Das ist eine Gruppe von Leuten, die und eine Gruppe von Firmen, die ich warte, kein Thema. Eine Gruppe von Leuten, die oder Firmen, die gesagt haben, wir wollen diese Marktmacht brechen. Und wie bricht man Marktmacht? So, man macht was. Mit einer größeren Marktmacht. Genau, und man bietet das Ding ja für Oma an. Genau, also wir treten an gegen Facebook und Google, da hilft nur eins. Wir müssen uns dezentralisieren und zu einer Graswurzelbewegung machen. Was die anbieten wollen in Anfang 2019 ist folgendes, dass jeder Benutzer des Internets per se sich schon mal eindeutig identifizieren kann über den Rechner und DNS-Provider, mit dem er ins Internet geht. Also wir machen DNS-Provider sind meine Eltern, oder? Nicht ganz. Irgendwie schon. Das ist der Typ, bei dem du jedes Mal anrufst, um die um die Internetadresse von Sunday Morning Cloud und was für immer Jugend nicht gefährdende Seiten du so ansurfst, zu erfahren. Also mein Vater. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Typ, der sowieso schon mitbekommst, wenn du von deinem Rechner aus welche Seiten besuchst, soll jetzt nach dieser Lesart auch noch die Info darüber bekommen, und zwar die sichere, von welchem Rechner aus welche Person du bist. Moment. Der Provider, also über den DNS-Provider, viele Leute benutzen ja die... Und ein Client, ja. Viele Leute benutzen ja die 8.8.8.8. Ja, die machen es falsch. Die machen es falsch, ja. Weil das ist Google. Das heißt, an der Stelle kommst du trotzdem nicht drum rum. Hat Facebook seinen eigenen DNS-Service? Könnte ich mir vorstellen. Ich wüsste es nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Ja. Ein besonders schönes Zitat fand ich in der Geschichte, dass Facebook, Google und so weiter einen Wallet Garden um ihre Kunden gezogen hätten. Ich finde viel schöner. Walled Garden. Nein, einen Wallet Garden. Und die dann so ein. Ich finde, viel schöner kann man seine Intention nicht verfreutschen. Also, das wird mit Sicherheit in 2019 auch nochmal aufkochen, aber das so fangen Dystopien an. Also, das ist die eine Sache, die man echt nicht will. Naja, aber Single Sign-On ist böse und ja, das ist die eine, also Single Sign-On, du kannst ja niemandem wirklich vorschreiben, wie er den Datenschutz dann so gestalten will, aber doch, es gibt Gesetze dafür. Ja, aber ich kann keinem vorhalten, wo er seinen digitalen Löres reinstecken möchte. Das kann er halt, oder sie halt, das Beispiel hinkt, halten, wie er sie es will. Aber hier geht es halt um die Infrastruktur, die dazu gebaut wird. Und ich kenne unsere Innenminister. Wenn
denen das einmal mal so ein Elevator-Pitch in 2 Minuten erzählt, dann laufen wir ruhig da raus und werden zum heiligen Evangelisten dieser Idee. Also, Und wo ist da jetzt die kontroverse Meinung? Ja, Stefan, wo ist denn da die kontroverse Meinung? Während Esporto gerade referierten, übten wir uns in der Podcaster Zeichensprache und ich interpretierte das als Dissens. Hm. Aber dem war nicht so. Nö. Okay. Nö. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen, ne? Ja, dann lass uns mal auf die auf den Spotter drücken. Was? Spielt er mich gedrückt? Ah. Oh, ich sehe gerade, ich habe das falsche Thema genommen. Ist egal. Ja. Aber viel haben wir ja nicht. Okay, mehr. Dann machen wir noch ein letztes Thema, das ist mit wenigen Worten, das ist im Grunde nur so eine Zeitungsnotiz. Als die Trump-Administration an den Präsidentschafts-, als sie antrat, zum Präsidenten vereidigt zu werden, gab es ja dieses lustige Phänomen, dass ein paar US-Wissenschaftler gesagt haben, okay, wir schaffen vorher nochmal unsere Daten schnell auf Server im Ausland. Man weiß ja nie, was der neue Chef so für Vorstellungen hat. Hat nichts damit zu tun, aber ich wollte euch einmal informieren, dass archive.org jetzt auch auf eine dezentrale Infrastruktur umgestiegen ist. Also wenn jemand mal da einreitet und so versucht, in den Laden zuzumachen, die sind jetzt im Netz so weit verteilt über Torrents und IPFS, die bereiten sich nun wahrscheinlich auch darauf vor, dass irgendwann mal... Ja, die hatten ja jetzt in der Vergangenheit immer schon mal so ein bisschen so die Anfragen so, könntet ihr das eventuell runternehmen? Nein. Hm. Ja, das gefällt uns aber nicht. Nein. Ja. Dann macht einen Podcast drüber. Ja. Wenn euch was nicht gefällt, macht einen Podcast drüber. Oder wenn euch was gefällt. Ja. Okay. Ich glaube. Wie viele Podcasts jetzt wohl über uns gemacht werden? Ja, die Frage gestellt wurde jetzt gerade schon vorne auf der Chat-Couch gestellt. Sie sollten einen Podcast über den Sunday Morning machen. Wie gesagt, Sunday Morning Late Night Edition war ja auch mal im Gespräch. Mhm. Aber wir haben da ja noch einige Formatideen für die Zukunft. Ansonsten, die Sonne wandert, es wird langsam warm. Sollen wir was zum Acker machen? Ja, klingt gut. Wir haben natürlich zum Schluss noch ein Bild von einem hübschen Labrador. Ein Labrador. Oh, na, das ist, ist doof, dass Botto nicht da ist, aber der ist knuffig. Der ist richtig knuffig. Ja. Ist da auch ein bisschen Corgi drin? Kann sein. Jetzt aber, also wenn jetzt kein Bild kommt. Sag mal so, guckst du noch in den Videostream? Ja, ich mach schnell aus. Schätze in 10 Minuten. Ja, dann schnell weg, oder? Ja. Also, wir gehen zurück zum Brexit und sagen dann vielen Dank. Und hört auf noch viel Spaß. Und hört auf, unsere Daten zu verschlüsseln. Das ist bemerkenswert, genau. Hört auf. Und denkt immer dran, hört auf, unsere Daten zu verschlüsseln. Wir hassen das. Ciao. Das nächste Mal haltet euch bitte kürzer.